Hey, ich bin Ginny von Paintomancy und heute bemalen wir Modelle für das neue Regelbuch von Rapture von Gravity Bay. Zum ersten Mal dürfen wir von Paintomancy nicht nur die Modelle von unseren Kunden bemalen, sondern es geht auch ein kleiner Traum für uns in Erfüllung, da diese Modelle auch im Regelbuch zu sehen sein werden. Das Spiel heißt Rapture und ist von Gravity Bay und ist ein Skirmisher der etwas anderen Sorte. Hierbei gibt es nämlich keine allgemeinen Missionsziele, sondern jede Fraktion hat ihr spezifisches Ziel, das sie im Spiel erfüllen muss. Falls ihr etwas aktiver in der deutschen Tabletop-Szene unterwegs seid, werdet ihr auch bestimmt vom ein oder anderen YouTuber bereits vom Spiel gehört haben. Das Spiel wurde auf Kickstarter bereits erfolgreich gefundet. Für die Atlanta bekamen wir eine neue Einheit, die dann im kommenden Regelbuch erscheinen soll. Die Phalanx. Okay, also die ersten Modelle für ein Regelbuch zu bemalen ist schon ziemlich aufregend, weil man möchte ja jetzt auch nichts falsch machen, weil immerhin wird es gedruckt. Zum Glück hatten wir aber eine Menge Vorlagen, an denen wir uns langhangeln konnten. Zu einem Artworks, schon bereits bemalte Modelle und eine ausführliche Anleitung vom René von Gravity Bay. Ja, der heißt witzigerweise auch René. Liebe Grüße. Nachdem ich dann die Modelle aufgebaut hatte und mich etwas ausführlicher mit den Vorlagen beschäftigt habe, ist mir erstmal aufgefallen, von wem eigentlich die bereits bemalten Modelle gemacht worden sind. Und zwar von Angel Giraldez, einer meiner absoluten Lieblingsminiaturenbemaler. Und mit ihm gemeinsam in ein Buch gedruckt zu werden, das ist schon eine große Ehre. Nun gab es allerdings eine Problematik an dem Auftrag. Und zwar, dass das gebuchte Mallevel natürlich längst nicht den Malkünsten von Angel Giraldez gleichkam. Es hieß also, Ärmel hochkrempeln und eine möglichst zeiteffektive Methode zu finden, die Figuren richtig schön zu bemalen, damit einerseits Gravity Bay zufrieden ist und unsere Miniaturen neben denen von Angel Giraldez nicht zu deplatziert aussehen. Dazu gab es noch eine wirklich wichtige Vorgabe, und zwar, dass wir nur mit Vallejo-Farben malen dürfen. Die größte Schwierigkeit dabei war das Umdenken. Wir benutzen relativ viele verschiedene Farbsysteme und haben in jedem System für bestimmte Aufgaben den perfekten Kandidaten gefunden. Und diese mussten wir jetzt bei Vallejo nochmal neu finden. Beginnen wir also erstmal damit, uns eine Grundfarbe auf das Modell zu sprühen. Nachdem ich das Modell zenital gehighlightet habe, habe ich erstmal komplettes Field Blue verdünnt drüber gesprüht. Einfach ganz normal 1:1 mit Finder gemischt. Das Field Blue gibt uns eine schöne blaue Basis für den späteren Marmorton. Um die Flächen ein bisschen zu schattieren, benutze ich jetzt Dark Sea Blue. Das verdünne ich ebenfalls 1:1 und sprühe es von einem unteren Winkel auf das Modell, damit es schön diese blauen Flächen nochmal schattieren kann. Danach setze ich ein Highlight mit Light Green Blue. Das war auch die Farbe, die ich mir rausgesucht habe anhand der Artworks, die ich fand, die am besten zu den Marmorplatten passt. Um an manchen Stellen das Ganze nochmal etwas höher zu highlighten, mische ich das nun ein bisschen mit Weiß, so circa 50-50, verdünne es auch wieder gut und sprühe dann ein letztes Highlight. Nachdem ich das Modell einmal mit Satörlack versiegelt habe, damit meine geairbrushten Flächen auch sicher sind, fange ich jetzt erstmal mit der dunkleren Rüstung an, die unter den Platten liegt. Dafür benutze ich Black von Vallejo und verdünne es etwas mehr als normal, also so mit zwei Teilen Wasser zu einem Teil Farbe und glaze damit einmal komplett über die Schuppen. Dadurch sticht schon mal so ein bisschen die Textur der Schuppen heraus und ich habe schon ein bisschen Bewegung im Modell und nicht einfach nur eine flache, glatte, schwarze Fläche. Da die Schuppen einen leichten Grünschimmer haben, müssen wir den natürlich jetzt auch reinbringen. Dafür benutze ich German Camouflage Dark Green. Das verdünne ich ganz normal auf meiner Nasspalette und trage es dann auf die Flächen der unteren Rüstung auf, wo das Licht die Schuppen zum Schimmern bringen würde. Das kann ich ganz einfach mit dem Schwarz verbinden, indem ich meinen Pinsel einfach sauber mache, nachdem ich das Grün aufgetragen habe und mit dem sauberen, etwas feuchten Pinsel den Rand des Grünen nachfahre und es somit in das Schwarz reinblende. Nachdem ich mir alle Stellen rausgesucht habe, wo das Licht auf meine Schuppen schimmert, mache ich das Ganze noch einmal mit einem hellereren Grün. Und zwar nehme ich hierfür Golden Olive. Das hat einen richtig schönen gelblichen Touch, der anhand der Artworks perfekt zu unseren Schuppen passt. Hier benutze ich die gleiche Technik wie vorher, also Farbe drauf, Pinsel etwas auswaschen und die Farbe dann auf den Untergrund verteilen, sodass wir einen schönen glatten Übergang bekommen. Nachdem die untere Rüstung fertig ist, fangen wir jetzt mit dem Non-Metallic Metal an. Und hier beginnen wir mit dem Silber. Dafür bemale ich erstmal alle Flächen, die silber werden, mit French Mirage Blue. Auch die größeren glatten Flächen erstmal auf alles drauf. Am Schild sind auch einige Details und auch die Rillen und die Muster am Schild werden erstmal komplett French Mirage Blue.
Haben wir alles in diesem Grundton angemalt, nehmen wir uns jetzt unser Black von vorhin und verdünnen es uns zu einem Wash. Ich würde also sagen, circa 3 Teile Wasser zu einem Teil Farbe. Und damit gehen wir jetzt einmal über die gesamten Flächen des Silbers, die später dunkel sein sollen. Bei den größeren, glatten Flächen können wir das ruhig großzügiger auftragen, um einen richtigen Shade-Effekt zu bekommen. Und an den Rüstungsplatten nutzen wir es einerseits auch, um den Trim von der späteren Marmorplatte etwas abzuheben und das Ganze zu blacklinen. Auch müssen wir hier jetzt schon bedenken, wo unser Licht vom Non-Metallic Metal einfällt, dass wir gerade auf sehr langem, glatten Trim ein bisschen Unterbrechungen reinbringen, damit die Reflexionen später auch aussehen wie Silber. Ist das Wash getrocknet, ziehen wir jetzt nochmal alle Flächen sauber mit dem French Mirage Blue nach. Das bedeutet, dass auch beim Trim, wo wir das Blacklining gemacht haben, wir wieder oben drüber das French Mirage Blue ziehen, damit wir dann das Blacklining pur nur an der Seite haben. Ebenfalls die größeren Flächen, die glatt sind, wollen wir jetzt einmal nochmal sauber ziehen. Hier kann es sein, dass ihr einen etwas hackeligen Übergang bekommt. Dafür nehmt dann einfach etwas von dem French Mirage Blue und mischt ein bisschen Schwarz rein, macht das Ganze etwas dünner mit Wasser und dann glazt ihr vorsichtig über den Übergang der 2 Farben und dann dürftet ihr auch ohne Schwierigkeiten und ohne aufwendiges Wetblending einen schönen glatten Verlauf bekommen. Haben wir damit alles nachgezogen, fangen wir jetzt mit unserem ersten Highlight an, dass es so richtig schön in ein Metall geht. Dafür benutzen wir einen 50-50-Mix aus Stone Grey und French Mirage Blue. Dadurch geht unser Non-Metallic Silber in einen etwas wärmeren, gelbstichigeren Ton, was ich finde, was zu den Artworks sehr gut passt. Das bedeutet, hiermit ziehen wir jetzt erstmal die ganzen schönen Kanten entlang, suchen uns besonders auf der Brust die Highlight-Stellen raus und schauen, dass unser Non-Metallic jetzt schon leicht Bewegung bekommt. Das bedeutet, dass wir nicht nur einfach stumpf highlighten wollen, sondern ruhig oft Wechsel von hell zu dunkel, einer Schnittkante wieder zu dunkel haben wollen, eben typisch, wie es bei Non-Metallic Silber so ist. Damit unsere Reflexionen langsam etwas stärker werden, machen wir jetzt ein zweites Highlight mit purem Silver Grey. Das wollen wir jetzt auch wirklich nur auf die Stellen setzen, die wir vorher schon mit unserem Misch bemalt haben, nur fokussierter zu den Stellen hin, wo unser Licht einfällt. Damit später das Non-Metallic Metal noch richtig schön glänzt, machen wir noch ganz kleine Flächen vorsichtig mit purem Weiß. Diese sollten wirklich dezent sein und nur noch unterstützend, um den Kontrast zwischen hell und dunkel auf den Linien nochmal zu verstärken. Wie ihr seht, arbeite ich hier nicht mit perfekten Blendings, sondern eher einfach damit, dass meine Grautöne relativ ähnlich zueinander sind, dass ich sie einfach hochschichten kann. Das liegt vor allem daran, dass das Modell eben nicht auf einem so hohen Bemallevel gebucht wurde und wir da leichte Abstriche machen müssen, um Zeit zu sparen. Aber das ist eben ein Weg, um schönes Non-Metallic Metal auch auf eine schnelle Art und Weise fertig zu kriegen. Beim Non-Metallic Gold werde ich direkt mit dem dunkelsten Ton beginnen und dann einfach hochschichten. Und dafür nehme ich Olive Brown. Da auf den Artworks das Gold auch ein bisschen bräunlich-grünlich aussieht, habe ich mich hier für das Olive Brown entschieden, einfach weil es ein etwas dreckiger Ton ist, aber später in einen leichten Rotstich geht. Das heißt eigentlich eine super interessante Farbmischung, da es dadurch einfach einen schönen Wechsel von kalt und warm gibt. Außerdem sollten wir schauen, dass wir besonders das Gold ein wenig an das von André Giraldez anpassen und es nicht komplett off aussieht. Also es wäre etwas falsch gewesen, wenn sie auf einmal Roségold gewesen wären. Nachdem unsere Grundfarbe fertig ist, nehme ich mir jetzt Flat Brown und skizziere mir jetzt schon mal die helleren Stellen auf mein Gold. Das bedeutet, dass ich einfach alle Flächen nehme, wo auch Licht einfallen würde, bis auf die dunklen Schattenstelle und damit einmal drüber gehe. Das erspart uns natürlich auch, dass wir später nochmal mit Glazes in den Schatten gehen müssen, da wir unser Olive Brown wirklich als dunkelsten Schatten lassen. Als nächstes wollen wir unseren Hauptton des Golds reinbringen. Das bedeutet, diese Farbe wird am meisten zu sehen sein und am meisten diese Flächen beeinflussen. Dafür nehme ich Gold Brown von Vallejo und schichte es vorsichtig nach und nach hoch. Hier ein guter Tipp, diese Farbe können wir auch ruhig ein bisschen dünner nehmen und 2 Schichten machen. Dadurch kriegen wir einen glattereren Übergang zu dem Flat Brown, ohne dass wir hier auch wieder mit verschiedenen Farben mischen müssen. Auf größeren Flächen, wie zum Beispiel innen beim Schild, kann es trotzdem sein, dass wir die Farben etwas ineinander mischen müssen, um den Übergang zu glätten, da Glazes auch nicht mehr helfen. Auf dem Trim funktioniert das aber wunderbar und macht auch wenig Arbeit.
Wenn unser Gold Brown dann richtig schön intensiv genug ist, fangen wir jetzt an, ein Highlight zu machen, und zwar mit Ice Yellow. Das konzentriere ich besonders auf die Kanten der etwas größeren Flächen und beim Trim natürlich auch, wie beim Silber, die höchsten Stellen, wo unser Licht einfällt. Bevor ich jetzt die blaue Haut bemale, muss ich erstmal die Finnen von den Atlantern bemalen. Und diese sind bei männlichen Atlantern standardmäßig sehr viel bunter als bei weiblichen. Deswegen habe ich mir hierfür ein schönes, kräftiges Gory Red als Grundton ausgesucht. Wenn das deckt, nehme ich mir jetzt etwas von dem Amaranth Red und mache damit mein erstes Highlight. Ist die erste Schicht getrocknet, mache ich aber gerne noch eine zweite Schicht mit dem Amaranth Red, einfach weil es dadurch nochmal sehr viel intensiver wird. Und genau das ist ja, was ich bei diesen tierreich finden möchte. Die sollen ja wirklich schön strahlen und auffallen. Danach nehme ich mir etwas von dem Gold Brown und mische es in mein Amaranth Red für ein letztes Highlight auf den Finn. Falls mir dann ein paar Finnen zu matschig oder zu ungetrennt aussehen, nehme ich mir noch einmal das Gory Red und ziehe zwischen diesen Streben nach. Gerade bei den hinteren am Rücken kann man das sehr schön machen. Und jetzt kommen wir auch schon zur Haut. Und da hat uns René von Gravity Bay zwei Farben vorgegeben, die Angel auch schon benutzt hat. Und zwar Light Turquoise und Blue Green. Ich habe mir allerdings gedacht, ich mische noch ein bisschen Dark Sea Blue mit rein, da das Ganze dann etwas weniger knallig wird, was ich finde etwas besser zur Haut passt. Als Grundton benutze ich also einen 1:1:1 Misch aus diesen allen drei Farben. Habe ich den aufgetragen, nehme ich mir jetzt ein Glaze aus purem Dark Sea Blue und mache das etwas in die Schatten der Haut. Gerade beim Gesicht in die unteren Wangen und in die Augenhöhlen. Danach nehme ich nochmal meinen Grundton und ziehe das Ganze sauber nach. Also falls ich mit dem Glaze etwas zu viel bemalt habe, korrigiere ich das jetzt. Danach nehme ich mir etwas Ice Yellow und mische es in meinen Grundton rein. Da müsst ihr ein bisschen schauen mit dem Verhältnis, einfach dass ihr einen kleinen Ticken schon mal heller geht und eine erste Highlight-Schicht macht. Das Ganze wiederholen wir danach noch einmal, nur dass wir jetzt statt Ice Yellow ein kleines bisschen Weiß zu unserem Misch geben und die letzten Highlights auf dem Gesicht und den Finnen setzen. Da sollten wir uns besonders auf das Kinn und die Wangenknochen konzentrieren und eben auf die obereren Stellen der Finnen am Rücken und am Kopf. Zu guter Letzt kommt jetzt der Marmoreffekt auf der Rüstung. Hier hat leider unsere Speicherkarte sich gedacht, ich nehme das mal jetzt doch nicht auf. Aber wir hatten zum Glück ein paar überschüssige Modelle von den Phalanx hier und haben uns direkt einfach nochmal eins von den unbemalten geschnappt und ich zeige euch das jetzt anhand dieses Modells. Auf unsere geairbrushten Rüstungsplatten malen wir also jetzt leichte Marmorlinien mit Dark Sea Blue. Es ist hierbei leichter, die Farbe etwas mehr zu verdünnen als gewöhnlich, da sie euch dadurch etwas leichter vom Pinsel wieder abrutscht. Wichtig ist hierbei auch nur, nachdem ihr euch die Farbe verdünnt habt, wascht euren Pinsel aus, macht ihn trocken und geht dann erst wieder gezielt in die Farbe rein, damit ihr auch nicht zu viel auf dem Pinsel habt, sonst werden eure Linien zu dick. Das Ganze machen wir in so kleinen blitzartigen Linien, die ein bisschen kreuz und quer sind, sich mal überschneiden und manchmal auch nur so kleine Dellen haben. Am besten guckt ihr euch dafür auch nochmal Marmorplatten einfach bei Google an. Da findet man viel Inspiration und kriegt schnell ein Gefühl, wie solche Linien verlaufen sollen. Das Ganze wiederhole ich jetzt auch einfach nochmal mit Silver Grey, damit wir hier auch ein bisschen Abwechslung in den Marmorlinien haben. Zu guter Letzt nehme ich mir das Dark Sea Blue und mische mir ein sehr dünnes Glaze daraus. Gut ein Teil Farbe auf vier Teile Wasser. Und damit gehe ich jetzt nochmal über die Rüstungsplatten. Damit kann ich einerseits nochmal die Platten selber vom Trim etwas mehr unterscheiden und ich pule es manchmal auch mitten auf der Rüstungsplatte, um diesen leichten Marmorschatten zu bekommen, den Marmorflächen nun mal halt so an sich haben. Und das war's auch schon. Schon haben wir fertig bemalte Phalanx für das neue Regelbuch von Rapture von Gravity Bay. Wir sind super glücklich, dass wir diese Modelle für das Regelbuch bemalen dürfen und hoffen, dass sie sich da auch gut machen neben denen von Angel Giraldez. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Gravity Bay, die natürlich das Vertrauen hatten, dass wir die Modelle für ihr Regelbuch bemalen durften. Und ein herzliches Dankeschön natürlich nochmal an alle unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks, Frederik, Freddy, Aruka, Dan, Gottrek, Gornison, Diamond, Jan, Juxe, Marco, Shayalin, Armin, Don Vittorio, Dorian, Freckel, Halin, Julian, Kilian, Lord Sicilius, Matthias, Max, Michael, Nachtmar Senior, Nagashur, Patrick W., Pingu, Tobi, Robin, Sumsi und Smanny.
Falls ihr uns kostenlos unterstützen wollt, schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links zu unseren Partnern PegaPro und TaschengeldDieb. Und falls euch Rapture jetzt auch interessieren sollte, den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Und solltet ihr regelmäßig bei Amazon einkaufen, macht das doch auch einfach über unseren Affiliate-Link. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wir durften nur Vallejo-Farben benutzen. Vallejo-Farben. Vallejo. 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 Du sagst das falsch! Wir bringen einfach eine eigene Farbmarke raus und nennen sie Vallulu. Honolulu. Sunboy Skintown. Danksy Blue.